Schwitzen nur noch mit frischem Test oder Nachweis, dass man geimpft oder genesen ist, das wurde viele Tage lang angekündigt und gilt ab heute in Schleswig-Holstein. Doch einige Fitnessstudio-Gänge hat die neue 3G-Regelung trotzdem kalt erwischt. Also ich wollte zum Sport, ich war eine Woche nicht da und jetzt braucht man einen Test und ich habe keinen. Und ich könnte mich um die Ecke testen lassen, aber jetzt habe ich meinen Ausweis nicht dabei, weil ich zum Sport mein Portemonnaie nicht mitnehme. Ich muss jetzt auch umdrehen und meinen Impfpass holen. Also hatte ich auch nicht auf dem Plan. Ich sehe es zum ersten Mal jetzt, deswegen. Ich hatte auch Urlaub, ich habe kaum was mitgekriegt mit Corona im Moment. Also. Ich wusste das erst gar nicht, aber ich hatte zum Glück meinen Impfausweis dabei, also auf dem Handy digital und deswegen wurde das vorne direkt beim Reingehen kontrolliert. Ich kam auch erst gar nicht mit meiner Karte rein. Das geht nur wirklich, wenn man nachgewiesen hat, dass man dann getestet oder geimpft ist und dann wurde das da einmal eingetragen und jetzt ist das, denke ich, für mich vorgemerkt, dass ich geimpft bin und dann rein kann. Im Value ein paar Straßen weiter lief bis jetzt alles reibungslos, versichert man uns. Auffällig allerdings, es ist an diesem Montagvormittag deutlich weniger los als sonst. Mehr los als sonst ist hier. An der Teststation sind es mehr als doppelt so viele Menschen. Ja, auf jeden Fall. Also heute Morgen hat man den Ansturm ziemlich gemerkt. Also gestern Abend war es noch ziemlich ruhig und dann heute hat sich das schlagartig geändert. In der Schlange vor dem Testzentrum befinden sich aber nicht nur Ungeimpfte. Ich bin auf dem Weg, meine Eltern zu besuchen. Die sind schon Ende 70 und obwohl ich zwar geimpft bin, wollte ich mich zur Sicherheit nochmal testen lassen. Man hört ja, dass man trotzdem eventuell ansteckend sein könnte, sich selber infiziert haben könnte.